Jetzt habe ich halt den Stecker rausgezogen und das blende ich jetzt mal ein. Man sieht, dass vorne alles schön weggeschmolzen ist. Richtig geil. Ich sag mal, das gibt schon mal Abzüge in der B-Note. Fahren und fahren, es war halt schon leicht dunkel. Ich dachte, wenn wir da jetzt anfahren müssen, dann kommen wir nicht mehr weg. Da kannst du den Trecker rausziehen. Hallo aus dem verlassenen Dorf Vatia, oder wie es auch immer ausgesprochen wird, oder Vatia. Heute Morgen auch schon falsch. Genau, wir blenden es euch ein. So ein paar hundert Meter von unserem Schlafplatz entfernt ist dieses verlassene Dorf hier. Und wir haben hier jetzt gerade mal eine kleine Runde gedreht und ehrlich gesagt frage ich mich, warum ist das Dorf verlassen? Also das ist ein wirklich sehr schönes Dorf, richtig schön angelegt. Klar, hier gibt es jetzt auch viele zerfallene Häuser, aber auch einige, die noch intakt sind. Und es war wohl so, dass in den 90er Jahren versucht wurde, hier ein bisschen Tourismus anzusiedeln, um das Dorf wieder zu beleben. Das hat aber nicht ganz funktioniert. Wahrscheinlich gibt es deshalb ein paar Häuser, die noch etwas besser in Schuss sind. Auf jeden Fall ist es halt mega hier. Sehr schön, Die Aussicht hier runter aufs Meer, auf die Bucht hinten und wie gesagt, alles super schön angelegt, tolle Gebäude, richtig schöne Häuser. Schöne Wege in der Natur. Ja, richtig schön. Mhm. Kann man gar nicht, ein bisschen abgelegen. Ja, genau. Wir haben gedacht, es ist abgelegen. Vor allen Dingen werden hier auch rundherum noch ein paar Hotels und so gebaut. Es gibt auch einzelne. Wir haben uns dann schon gefragt, so, ja, es ist schon sehr abgelegen, aber es ist halt auch ruhig. Ne? Was man hier natürlich hat, hier ist nicht so viel Vegetation wie jetzt weiter nördlich auf diesem Finger hier. Es wird halt schon karger und auch trockener. Aber wie gesagt, das trotzdem Dorf, super schön, wirklich, wunderschön. Ja. Eigentlich echt schade, dass sowas dann total zerfällt mit der Zeit. Ja, kann man nicht verstehen. Wir zeigen euch jetzt noch ein paar schöne Aufnahmen und dann geht's uns weiter. Lea ist auch eingeschlafen bei unserem Spaziergang hier. Also wenn ihr in der Nähe seid, können wir euch das, glaube ich, schon empfehlen. Ne? Wie gesagt, wir blenden euch jetzt ein paar Aufnahmen ein und dann geht's für uns weiter. Und es regnet. Ja, guten Morgen vom Waitaki Beach. Wir sind direkt in der Nähe vom Schiffswrack. Da haben wir ja gestern die Aufnahmen gemacht und gestern Abend. Es regnet gerade wie aus Eimern, wie man vielleicht hört. Ich schwenke gleich auch mal raus und es blitzt, wie man sieht. Wir wollen jetzt Frühstück machen. Es ist also alles ein bisschen lauter, deswegen muss ich ein bisschen lauter reden, sonst hört ihr uns wahrscheinlich nicht. Gut, wir haben 9:30. Wir frühstücken jetzt erstmal. Ich bin gerade schon ein paar Meter vorgefahren, um mal aus dem noch weichen Sand zu fahren, bevor wir ja nachher nicht mehr rauskommen. Und jetzt im Hardcore-Regen möchte ich nicht die Sandfläche rausfischen. Gut,
Ich sag mal bis später und vielleicht bis zu einem besseren Wetter mal. Hier ist aber. Ja, während Jana hinten Lehrhahn bespaßen ist, gucke ich mir hier die Häuserdächer an. Die haben ja meistens immer so Flachdach und dann haben die halt einfach. Boah, jetzt kommt hier aber eine Menge an Wasser. Moment mal. Also hier steht das Wasser schon ordentlich hoch und es ist ja gar nicht so mega am Schütten hier. Da sieht man es rechts, wie es von den Wänden. Ja genau, man sieht ja jetzt rechts irgendwie runter plätschern und das haben die halt überall in den Häusern. Und dann läuft dann natürlich immer alles schön auf die Straße oder auf die Autos, die dann da drunter parken, jetzt am Straßenrand parken. Wir fahren jetzt Richtung Osten nach Monemvasia, größere Stadt, schöne Stadt. Ich glaube, das ist irgendwie auf so einer Halbinsel gelegen. Ja, da fahren wir jetzt erstmal hin. Unterwegs wäre es gut, wenn wir. Ja, wir bräuchten Wasser. Da müssen wir schon gucken, ob wir an irgendeiner Tankstelle mal Wasser bekommen. Wir fahren jetzt so weiter. Wir haben noch irgendwie 48 Kilometer zu fahren, also 51 Minuten. Und ja, gucken wir mal. Ja, kurzer Zwischenstopp mal. Wir sind noch ungefähr eine halbe Stunde von Monemvasia entfernt. Auf jeden Fall haben wir angehalten und dann meinte Jana schon, hier stinkt's aber. Da war eine Metzgerei. Genau. Und es hat nach Wurst gerochen. Und plötzlich roch es irgendwie geräuchert. Und dann dachte ich natürlich, okay, die Metzgerei ist wahrscheinlich auch am Räuchern. Da dachte ich so, bäh, ekelhaft. Sag zu Lars, riechst du das nicht, Lars? Nee, ich riech nichts. Genau, so und jetzt sind wir gerade wieder losgefahren und da meinte Jana irgendwie, es riecht irgendwie stärker oder verbrannt oder keine Ahnung was. Ja. Und weiß ich nicht, habe ich gesagt, hast du mal nach der Power Station, die unter dem Tisch hier steht, geguckt, weil wenn wir ja stehen, aktuell laden wir ja immer, habe ich schon erzählt, Kamera-Akku, Drohnen-Akku, Handys und so weiter, weil ja auch unsere Fahrzeugbatterie am Ende ist anscheinend. Und jetzt lade ich natürlich während der Fahrt, weil die Lichtmaschine ja schön Strom mit Strom versorgt, mit einem 12-Volt-Stecker, mit so einem Kfz-Stecker in der Dinette die Power Station, damit sie lädt. Und mir ist gestern schon aufgefallen, dass der Stecker doch ziemlich warm war. Da denke ich, okay, da geht natürlich viel Strom durch irgendwie. Ich glaube, es sind irgendwie 100 Watt, die reingehen dann in die Power Station. Und es war ziemlich warm. Jetzt habe ich halt den Stecker rausgezogen und das blende ich jetzt mal ein. Man sieht, dass vorne alles schön weggeschmolzen ist. Richtig geil. Dazu später wohl mehr in dem Video, was ja zur Powerstation kommen soll. Denn es ist keine Powerstation, die wir jetzt schon länger haben, sondern die haben wir ganz neu bekommen. Genau. Die wir haben ja immer eine Powerstation dabei, deshalb haben wir jetzt natürlich genau. Nicht unsere aktuelle, die wir selbst, also die. Ja, wir hatten ja sonst die Ecoflow, kann man genau. Ja sagen. Wir hatten ja sonst jetzt die Ecoflow mit der wir sehr zufrieden sind. Ja. Die ist halt so mittelgroß, sage ich mal. Die haben wir immer mit. Und jetzt haben wir halt eine mit, eine andere. Eine groß, genau, also die hat mehr Kapazität. Genau, da werden wir euch dann in dem Video auch nochmal sagen, genau. Grob, was die Unterschiede sind. Aber das ist natürlich nicht so geil. Vor allem, wenn man dann, sag ich mal, irgendwie unterwegs ist, man denkt, irgendwie, man steht in der Sonne, Solarlädt, komm, dann kann man das ja einstecken, wir gehen mal eine Runde spazieren und dann fackelt einem hier das Kabel weg. Ja, ich sag mal, das gibt schon mal Abzüge in der B-Note. Ja, und jetzt habe ich es halt so gemacht, ich habe jetzt gerade den Netzstecker, also die Powerstation kann natürlich auch mit dem Netzstecker betrieben werden oder geladen werden. Das heißt, an unserem Wechselrichter, der Wagen läuft jetzt, wir fahren jetzt weiter, lädt jetzt über unseren Wechselrichter die Powerstation, weil die wollen wir natürlich auch mal voll haben, weil wenn wir hier stehen, wollen wir die Sachen laden. Okay, das war es jetzt erstmal. Wir fahren jetzt weiter Richtung Monemvasia. Ich sag mal, bis gleich. Ja, hier bin ich, der Zukunfts-Lars, mittlerweile wieder in Deutschland angekommen und als hätten wir es geplant. Die YouTube-Werbung haben wir übrigens deaktiviert, deswegen stelle ich euch ganz kurz die Ecoflow Weaver 2 vor. Das ist die erste tragbare Powerstation in der Branche, die als Reliable Charger vom TÜV Rheinland zertifiziert wurde. Ja, falls ihr kein Interesse habt, spult einfach vor. Ansonsten erzähle ich euch ganz kurz ein paar Highlights und Kleinigkeiten dazu und dann geht's schon weiter mit dem Video. Wie gesagt, das ist die Ecoflow Weaver 2. Die gibt es in 3 Versionen. Wir haben die kleinste Version, es gibt noch eine Max-Version und eine Pro-Version. Die zeichnen sich dadurch aus, dass sie vor allen Dingen höhere Batteriekapazitäten haben und der verbaute Wechselrichter mehr Leistung ausgeben kann. Das gute Stück wiegt nur 3,5 Kilo, hat einen 300 Watt Wechselrichter, der kurzzeitig 600 Watt ausgeben kann und eine Batteriekapazität von 256 Wattstunden. Das entspricht in etwa 20 Amperestunden. Der verbaute Lithium-Akku hält mindestens 3000 Ladevorgänge und dann hat er immer noch
80% seiner Kapazität. Ich glaube, selbst wenn man jedes Wochenende mit der Powerstation unterwegs wäre, die kriegt man nicht so schnell kaputt. Außerdem gibt der Hersteller 5 Jahre Garantie darauf. Mit dabei ist die Bedienungsanleitung, ein Kfz-Ladekabel und ein 230-Volt-Ladekabel. Außerdem kann die Powerstation auch mit Solar geladen werden. Da sind wir eigentlich direkt beim richtigen Thema. Über Solar dauert es, ich sag mal, vielleicht 3 bis 6 Stunden. Kommt natürlich drauf an, wo steht gerade die Sonne, wo habt ihr die Solarpaneele angeschlossen. Über den Kfz-Stecker lädt die Powerstation ca. 3 Stunden und über Strom ist die Powerstation in weniger als 60 Minuten wieder 100% geladen. Ja, die 3 über 2 Modelle unterscheiden sich nicht nur in Größe und Kapazität, sondern auch in den Anschlüssen. Wie gesagt, die hat jetzt hier die wenigsten Anschlüsse, trotzdem ist alles dabei. Wir haben 2x USB-A, einmal USB-C, einmal die Kfz-Ladebuchse und einmal eine normale 230 Volt Steckdose. Wie gesagt, hier in der Powerstation ist ein 300 Watt Wechselrichter verbaut, der kurzzeitig 600 Watt kann. Wir haben jetzt hier einen Reiseföhn, der 600 bzw. 1200 Watt benötigt. Also selbst bei 600 Watt dürfte der eigentlich nicht funktionieren. Aber die Powerstation regelt dann die Leistung ein bisschen runter und dann funktioniert der Föhn trotzdem auf der niedrigen Stufe, sodass die Powerstation dann nur, ich sag mal, 310 Watt in etwa ausgibt. Aber der Föhn funktioniert, wie gesagt, trotzdem. Bestimmte Geräte kann man so also trotzdem nutzen, obwohl sie normalerweise mehr Leistung benötigen. Einschalten sollte man den Wechselrichter natürlich trotzdem. Das mache ich mal eben. Und dann starte ich mal den Föhn. Auf der niedrigsten Stufe, ich hoffe, ihr hört mich noch. Funktioniert, ist auch warm. 309 Watt gehen raus. Wenn ich jetzt höher stelle, dann schaltet direkt der Überlastungsschutz oder Überhitzungsschutz der Powerstation aus. So kann auch nichts passieren, falls ihr zu große Geräte aus Versehen dran anschließt. Ja, bei unter 1 Kilowatt Leistung ist die Wilbur 2 wohl das Beste auf dem Markt. Sie ist halt sehr kompakt, sehr leicht. Man kann trotzdem alle möglichen Sachen anschließen. Man hat genug Anschlüsse und so weiter und so fort. Ja, die Zielgruppe für die Powerstation sehe ich jetzt eher in kleineren Fahrzeugen, also in einem Bulli oder vielleicht in einem Kombi, aber selbst in einem Wohnmobil oder Kastenwagen dieser Größe. Da macht es auch Sinn. Man kann halt trotzdem seine Notebooks mit betreiben oder überlebenswichtig die Kaffeemühle, das Handy laden, Drohnen, Akkus laden oder wenn man draußen mal arbeiten müsste am Notebook und der Akku ist aber leer und man möchte halt nicht irgendwie so ein Verlängerungskabel bis draußen legen vom Wechselrichter, dann nimmt man die Powerstation mit, schließt sein Notebook an, kann vernünftig arbeiten, vielleicht trotzdem draußen irgendwo im Schatten unterm Baum und man hat alles dabei. Ja, falls ihr jetzt Interesse daran habt, an die Powerstation, wie gesagt, an die EcoFlow River 2, dann schaut mal unten in der Videobeschreibung. Da gibt es im Moment schöne Rabatte. Kommt drauf an, natürlich, wann ihr das Video seht. Schaut einfach mal unten vorbei. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Ja, wir sind jetzt hier in Monemvasia angekommen. Wir haben jetzt einen Parkplatz hier oben an der Straße gefunden. Den Parkplatz unten habt ihr ja gesehen. Wir sind einfach ein Stück hochgefahren. Da kann man auch drehen. Und dann gibt es hier am Rand so verschiedene Stellen, wo man auch parken darf. Wir konnten da jetzt auch ganz gut stehen. Das heißt, wir müssen jetzt nicht von ganz unten hochlaufen. Wir haben Lea jetzt erfolgreich in die Trage gepackt, beziehungsweise ins Tragetuch. Die scheint heute sehr zufrieden zu sein. Deshalb gehen wir jetzt mal schnell los und wir müssen unbedingt was essen. Dann danken wir unseren Kaffee- und Dieselkassenspendern Dirk, Patrick, Matthias, Markus und Lydia und Beate und Achim. Vielen lieben Dank! Wir sind jetzt hier mitten in Monemvasia und zwar unten am Wasser. Wir sind jetzt gerade hier durch so ganz kleine verwinkelte Gässchen und Tunnel hier unten am Wasser rausgekommen. Wir haben uns die Stadt schon ein kleines bisschen angeguckt. Wir waren auch mit Kleinigkeit essen und uns hat es auf jeden Fall sehr gut gefallen. Sehr schöne Häuser hier, sehr schöne Gassen. Man kann wirklich schöne Aufnahmen machen, weil es ein bisschen schwierig halt, weil man muss aufpassen, wo man hintritt. Hier gibt es überall diese Natursteine auf dem Boden und die sind super glatt. Und jetzt hat es heute natürlich noch geregnet, dann muss man halt muss wirklich man aufpassen, sehr aufpassen, dass man sich nicht hinlegt. Weil ja auch alles schräg gebaut ist, sage ich mal. Ne? Genau, deshalb hatte ich jetzt zum Beispiel auch nicht so Ruhe, hier irgendwie mal was in Ruhe zu fotografieren oder zu filmen. Aber wer halt Filmen oder Fotografieren als Hobby hat, der findet hier genug Motive. Ja, oder wirklich Katzen. An jeder Ecke, genau. Und ja, ganz viele Straßenkatzen gibt es
Und ja, uns hat es wie gesagt sehr gut gefallen. Wir drehen jetzt noch eine kleine Runde hier und zeigen euch dann noch ein paar Aufnahmen. Und wir würden sagen, es ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Genau, und dann würde ich sagen, später sehen wir uns dann am Stellplatz, wo auch immer. Wahrscheinlich ein bisschen weiter nördlich. Bis dann. So, wir sind gerade bei Peggy und Stefan im Wohnmobil. Wir wurden zum Pizza-Essen eingeladen quasi. Wir konnten jetzt hier so ein paar Sachen noch beisteuern und haben jetzt noch ein bisschen was mitgeschnibbelt. Aber Jana ist eigentlich noch drüben im Kastenwagen bei Lea. Genau. Italienischer Abend in Griechenland. Jawohl, genau. Und jetzt machen wir Pizza natürlich in den Pfannen. Das sollte eigentlich klappen. Also wir haben zumindest schon mal Pizza auf oder wieder warm gemacht in der Pfanne. Das klappt einwandfrei, aber der Stefan meint, das wir machen so. Pfannenpizza? Ja, immer, ja. Stefano machen Pizza Margherita. Wir haben Teig vorbereitet. Oh ja. Hefeteig, klassisch. Und dann machen wir jetzt so kleine Pizzen und zeigen wir einfach mal, wie wir das machen hier in der Pfanne, nicht? Optimales Teigausrollwerkzeug ist Kinderspielzeug. Wir haben ja so eine kleine Teigrolle von Helens Küchenspielzeug. Und dann machen wir natürlich erstmal einen runden Teig. Und ich habe hier so ein Maß, wenn das ungefähr hier die Größe hat, von meiner riesigen Arbeitsplatte, dann passt das genau in die Pfanne rein. Ja, ich mache eine kleine Pfütze Olivenöl rein. So. So, und jetzt ist so, der Teig kommt erstmal für 1 bis 2 Minuten auf eine Seite und wird danach gewendet. Das ist immer so auf geringerer Hitze, damit der nicht leicht verbrennt. Und nach dem Wenden kommt dann quasi der ganze Belag drauf. Der Teig wird gewendet. Pizzabelag nach Belieben dann. Wir machen natürlich erstmal ein bisschen Tomatensauce oder in unserem Fall jetzt hier gehackte Tomaten drunter, fein gehackt. Und schön langsam. Und jetzt ist es ein kleines Glücksspiel. Also es kommt auf jeden Fall der Deckel drauf. Und ich drehe dann immer mal die Hitze ein bisschen auf, dass die ein bisschen Power von unten kriegt. Und lasse aber größtenteils eigentlich auf ganz geringer Flamme. Und das Ganze dauert so, ich sag mal 10 Minuten in etwa. Ja, wenn wir uns nächstes Jahr irgendwann nochmal wiedersehen, dann kann die Lea auch schon mitessen. Ja, ne? Also wie gesagt, so 10 Minuten später ist sie fertig und wenn der Lars mal drauf schwenkt, seht ihr, der Käse wird natürlich nicht braun überbacken wie im Ofen, sondern bleibt so, aber zerläuft trotzdem schön und ich denke, es ist trotzdem sehr lecker dann. Aber dazu sagen euch die Mädels gleich mehr. Die Margherita ist auch fertig, sieht sehr gut aus. Ich bin sehr gespannt, wie sie schmeckt. Wie hat deine Pizza geschmeckt, Jana? Ja, sehr gut und Stefan hat das echt gut gemacht. Also wir werden uns das Rezept klauen. Wir haben gehört, es gibt so gegen Gebühr. Das waren die Brötchen, ne? Genau. Und wir essen jetzt lecker. Danke und und so weiter. Genau, schönen Abend noch. Ja, genau, Lea, finde ich auch. Guten Morgen hier von unserem Schlafplatz in der Nähe von Monemvasia. Ihr seht es im Hintergrund. Wir sind immer noch in der Nähe. Wir sind gestern so circa 15 Minuten nördlich gefahren, hatten zusammen mit Peggy und Stefan einen Schlafplatz rausgesucht bei Park4Night, der doch relativ nah an so einer kleinen Straßen anscheinend, so sah es aus, auf Maps liegt. Und da meinte schon zum Stefan, da bin ich aber gespannt, was das für Wege sind. Ja, die sind vorgefahren. Wir mussten noch ein bisschen warten, weil Lea wollte wieder gefüttert werden. Dann sind wir halt wirklich so im Dunkeln losgefahren. Und Google Maps hat uns dann halt da diese Wege lang geführt. Und das waren doch sehr matschige Pisten, sage ich mal. Also die ersten Meter war es noch relativ fest, aber halt auch schon durch die Plantagen durch, diese Wege da entlang. Und da meinte schon zu Jana, Lea. Da meinte schon zu Jana, sind die hier lang gefahren? Da kann ich mir nicht vorstellen. Und wir fahren und fahren, es war halt schon leicht dunkel. Ich blende jetzt mal ein bisschen was GoPro-Material ein. Und irgendwann war es halt zu hügelig und matschig. Und dann sind wir erst mal stehen geblieben und haben erst mal mit denen geschrieben.
ob die halt auch diese komische matschige Piste da lang gefahren sind. Und dann hieß es nur so wie, nö, bei uns ist alles asphaltiert und so weiter und so fort. Ja, dann haben wir da gedreht, was halt schon eine Aktion war, und sind halt zurückgefahren. Mit Anlauf diese, ich sag mal so 2, 3, 4, 5 Meter hohe Hügel hoch und runter. Ich dachte, wenn wir da jetzt anfahren müssen, dann kommen wir nicht mehr weg, da kannst du der Trecker rausziehen. Ja, da sind wir jetzt hier angekommen. Pizza und sowas haben wir ja gegessen, das habt ihr ja gesehen. Das Wetter. Ja, es hat gestern noch, oder auch heute Nacht, sehr stark geregnet und gestürmt. Der Kastenwagen hat gut gewackelt. Ja, jetzt gleich gehe ich mal raus, mache ein paar Aufnahmen, deswegen sitze ich jetzt hier drin. Es ist mir dann doch zu frisch und zu windig. Und ich muss erstmal meinen Kaffee trinken, den Jana ja halb daneben geschüttet hat, ihr habt es gesehen. Heute auf jeden Fall ist wohl ein reiner Fahrtag angesagt. Bei dem Wetter gucken wir mal, dass wir ein paar Kilometer schaffen und fahren halt weiter in den Norden. Die nächsten Ziele werden wir mal sehen. Wir haben noch ein paar Sachen markiert. Vor allem auch noch später, aber da sind wir wahrscheinlich auch erst in 3-4 Tagen. Da haben wir noch ein paar Sachen markiert, die wir auf jeden Fall sehen möchten. Und jetzt gucken wir mal, was wir unterwegs noch so schaffen. Bis dahin. Heute Samstag, ein paar Sachen einkaufen könnten wir auch noch. Und dann, wie gesagt, ist heute erstmal Fahrtag angesagt. Ich sag mal, bis später. Nee, warte. Ach so. Das hätte man jetzt noch von dir mit der GoPro filmen müssen. Making of. Das soll ich das auf der Kamera halt so hoch wahrgenommen? Ja, Moment, ich muss. Ja, mach nochmal bitte. Ich hätte auf die Weitwinkel gehen müssen, ey. Okay, warte, jetzt muss ich erstmal den Fokus hier. Also, okay, läuft wieder. Warte. Okay, pass auf, ich versuche. Vierter Versuch. Ich mach's jetzt einfach Richtung Linse, ungefähr. Vierter Versuch. Wirf sie doch mal hoch. Ich guck mal an. Aber der ist gut, der ist schön trocken. Ja, der ist gut.